Cyberport präsentiert das Asus Chromebook Flip C436. Als Alternative zu Windows, Mac oder Linux arbeiten Chromebooks mit Googles Betriebssystem Chrome OS. Indem hier die meisten Anwendungen online und nicht über die interne Festplatte laufen, soll eine bessere Mobilität und Geschwindigkeit gewährleistet werden. Inwiefern sich das beim Asus Chromebook Flip C436 bemerkbar macht, erfahrt ihr jetzt. Unser Testgerät misst eine Breite von 31,9 cm, eine Tiefe von 20,5 cm und eine Höhe von 1,4 cm. Das Gewicht beträgt 1,5 kg. Der Bildschirm ist 14 Zoll groß und löst mit 1920x1080 Pixeln in Full HD auf. Unter dem Gehäuse arbeitet in unserer Version ein Intel Core i7 10510U Quad-Core Prozessor mit einem Grundtakt von 1,7 GHz und einem Turbo-Boost von bis zu 4,8 GHz. Unterstützt wird dieser von 16 GB Arbeitsspeicher, welcher nicht erweiterbar ist. Für Daten und Anwendungen steht eine 512 GB große NVMe SSD zur Verfügung. Zudem hat jeder Chromebook-Besitzer automatisch 15 GB Speicherplatz auf Google Drive verfügbar und kann kostenlos 12 Monate 100 GB Google One Speicherplatz aktivieren. Beginnen wir mit dem Design. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung, die sich angenehm anfühlt und dem dünnen Gehäuse die nötige Stabilität und Leichtigkeit gibt. Mit einem Gewicht von 1,5 kg und einer Höhe von 1,4 cm ist das Chromebook Flip C436 sehr leicht und kompakt gebaut, wodurch auch das Arbeiten unterwegs kein Problem darstellt. Sowohl die farbliche Gestaltung in Silber als auch die dünnen Bildschirmränder hinterlassen einen positiven Eindruck. Durch das verbaute Ergo-Lift-Scharnier hebt sich die Basiseinheit beim Aufklappen hinten etwas an, was ein ergonomisches Tippen ermöglicht und für eine bessere Luftzirkulation sorgt. Außerdem lässt sich das Display um bis zu 360 Grad herumklappen, wodurch sich das Chromebook im Tablet-, Zelt- oder Standmodus nutzen lässt. Ein sehr gutes Ergebnis. Der 14 Zoll große Touch-Bildschirm löst im klassischen 16:9 Format in Full HD auf. Die daraus resultierende Pixeldichte beträgt 157 ppi, wodurch Bildschirminhalte ausreichend scharf dargestellt werden. Mit einer sRGB-Abdeckung von 100% und sehr guten Kontrastwerten macht die Nutzung des Asus Chromebook Flip C436 so richtig Spaß. Die Farben sind schön leuchtend und satt. Die maximale Helligkeit von rund 300 Candela pro Quadratmeter ist für unser Empfinden aber nur okay. Gerade draußen oder bei Sonne lassen sich die Bildschirminhalte so nur schwer erkennen. Zudem spiegelt das Display stark. Die Touch-Funktion reagiert bei uns dafür flüssig und auch ein Stylus, der den USI 1.0 Standard unterstützt, kann genutzt werden. Gut gemacht! Kommen wir zur Performance. In unser Testgerät wurde nicht nur für ein Chromebook eine extrem starke Hardware verbaut. Zu finden ist der Vierkerner Intel Core i7 10510U, 16 GB Arbeitsspeicher sowie ein Intel UHD 620 Grafikchip. Damit ist volle Power an Bord. Videostreaming, Office-Aufgaben und auch Bildbearbeitung sowie einiges an Gaming sind damit möglich. Zudem lassen sich problemlos mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Durch die 512 GB große NVMe SSD startet und reagiert das Betriebssystem Chrome OS schnell und zuverlässig. Die Benutzeroberfläche wirkt schön übersichtlich, wodurch sich das Convertible intuitiv bedienen lässt. Auch in puncto Sicherheit kann das System überzeugen, denn alle Daten werden durch Googles Sicherheitschip verschlüsselt und innerhalb der Sandbox-Technologie verarbeitet. Für einige könnte das Betriebssystem ungewohnt sein. Unter Chrome OS stehen ausschließlich Android- und webbasierte Apps zur Verfügung, die im Chrome Web Store oder im Google Play Store zu finden sind. Für alle gewöhnlichen Aufgaben sollte man allerdings die passende Anwendung finden. Zudem wird das Angebot stetig erweitert. Daumen hoch! In puncto Emissionen hinterlässt das Convertible einen recht guten Eindruck. Lediglich beim Start ist der Lüfter einmal zu hören. Bei normalem Gebrauch ist es komplett lautlos. Nur bei höherer Last dreht der Lüfter auf, bleibt allerdings noch auf einem angenehmen Geräuschpegel, auch wenn das Geräusch an sich etwas hoch ist. Die Temperaturen bleiben dafür stets im grünen Bereich. Gut gemacht! Nun zu den Anschlüssen. Hier ist das Chromebook Flip C436 aufgrund seiner Größe recht sparsam. Es verfügt über zwei USB-C 3.2 Anschlüsse, einen Micro-SD-Kartenleser sowie eine Audiobuchse.
Kabellos verbindet sich das Convertible via Wi-Fi 6 oder Bluetooth 5.0. Ein Adapter von USB-C zu HDMI liegt dem Chromebook bei. Ein gutes Ergebnis. Die Chiclet-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist ausreichend groß und verfügt über einen angenehmen Druckpunkt sowie Tastenhub. Dadurch lassen sich auch längere Texte bequem tippen. Zudem ist dort auch der Fingerabdrucksensor integriert, mit dem sich das Chromebook sicher und zuverlässig entsperren lässt. Auch das Touchpad fühlt sich hochwertig an und ist angenehm groß. Die Lautsprecher sorgen durch ihre Platzierung an drei Stellen bei mittlerer Lautstärke für einen angenehmen Surround-Sound. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Der 42 Wattstunden große Akku hält bei mittlerer Helligkeit und einem Mix aus Surfen und Videostreaming gute 9 Stunden durch. Ein ganzer Arbeitstag ist damit kein Problem. Zur vollständigen Aufladung benötigt das Chromebook etwa 2 Stunden. Klasse gemacht! Unser Fazit: Das Asus Chromebook Flip 14 C436 überzeugt mit einem schicken Design, solider Performance, brillantem Display sowie starker Akkuleistung. Das Ergo-Lift-Scharnier sorgt zudem für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und praktische Extras. Mit Chrome OS ausgestattet lässt sich das Convertible zudem intuitiv bedienen und bietet eine hohe Sicherheit. Lediglich bei Display-Helligkeit, Lüfterlautstärke und Anschlussvielfalt müssen Abstriche gemacht werden. Wir vergeben hier insgesamt 4 von 5 Cyberstars.